Breaking News, meine lieben Zockfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt für mein Infovideo. Oh yeah. Und zwar will ich so ein bisschen ein paar Sachen klären und ein paar Sachen erzählen, was jetzt so gerade abgeht. Es ist ja so, dass ich ja schon öfters in Videos gesagt habe, dass ich so Probleme habe mit der Nase, so chronischen Schnupfen und so. Und ich werde am 6. April jetzt nochmal operiert. Das bedeutet, dass ich jetzt so ein bisschen vorproduzieren muss, aber das auch ein bisschen schwierig ist, weil mein Real Life ist auch gerade so ein bisschen, wo mich unter Beschlag nimmt und so. Ich muss natürlich vor der Operation ein paar Sachen erledigen und dies, das. Dann helfe ich einer guten Freundin am Haus und so. Das ist halt gerade ein bisschen schwierig zu zocken und um zum Aufzunehmen. Aber ich würde natürlich gucken, dass ich jetzt ein bisschen vorproduziere, dass in der Zeit, wo ich natürlich dann so eine fette Nase habe und im Bett liege oder ja nicht zocken kann, dass ich da natürlich dann ein paar Parts habe für euch, so dass ihr nicht leer ausgeht. Aber wenn es halt irgendwann mal jetzt so sein sollte, dass auf meinem Kanal nichts mehr kommt, dann liegt es daran, dass ich operiert im Bett liege oder so und ich auch nichts mehr habe, wo ich rausschmeißen kann. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, was mir auch wirklich leid tut, ist gerade, dass ich es ein bisschen schleifen lasse. Aber wie gesagt, Real Life geht einfach vor, Freunde. Und ich danke trotzdem noch diese 300, 400 Leute, die halt wirklich noch immer meine Videos feiern. Und das ist halt schon cool und für die würde ich halt gerne nicht enttäuschen. Und deswegen werde ich gucken, dass ich vorproduziere, dass die halt nicht ohne dastehen. Außerdem muss ich auch irgendwann mal jetzt meine Projekte beenden. Die gehen ja schon verdammt lange schon. Also, okay, Witcher geht bestimmt noch ein bisschen, weil es kommt ja auch noch das zweite DLC. Wenn das rauskommt, will ich natürlich auch noch machen. Aber Metal Gear und Assassin's Creed hätte ich schon längst beenden können. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, zurzeit Division hat mich halt da echt zurzeit dann so voll gepackt. Und ich habe Division gespielt die ganze Zeit. Jetzt habe ich schon ein bisschen tot genudelt. Das ist schon ein bisschen tot genudelt jetzt mittlerweile. Und dass ich da jetzt sag, ja gut, jetzt kann ich wieder ein bisschen Let's Playen und andere Spiele spielen. Und außerdem halt mit Leuten, mit Marcy, mit Snoop und mit Rice und mit Robson und alle meine Kumpels halt, macht's halt schon enormen Spaß, Division zu suchten. Hat's Spaß gemacht. Es macht noch immer Spaß. Also, aber jetzt geht's ja nur noch darum, das Gear zu verbessern für das Falkennest. Genau. Und dann hatte ich wahrscheinlich vor, es ist ja natürlich so, dass ich nach der OP 2 Wochen wahrscheinlich platt bin. Aber ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht in der Zeit, wenn es mir dann besser geht, livestreame. Genau, und zwar denke ich mal, ich habe hier noch für PS4 rumliegen Dark Souls 2. Das wäre dann so wie Bloodburn. Ich weiß, Dark Souls 3 kommt raus, aber zu der Zeit kann ich es mir wahrscheinlich noch nicht leisten. Und deswegen werde ich Dark Souls 2, so, das habe ich selber ja noch nicht gespielt, oder das ist ja auch sackeschwer, da werde ich mir wahrscheinlich wieder ja, in den Arsch beißen. Aber damit bin ich dann ein paar Tage beschäftigt und da könnt ihr dann auch, ich werde das natürlich dann ankündigen, könnt ihr natürlich dann auch in den Livestream reingucken. Ich weiß nicht, ob es mit Kamera sein wird, weil hier wird wahrscheinlich alles blau sein, ne, weil die machen mir hier die Nebenhöhlen frei und die Polypen raus. Und deswegen weiß ich nicht, wie das sein wird, weil, wie gesagt, ich werd wahrscheinlich aussehen, wie wenn ich eine auf die Nase gekriegt hätte. Also fette Nase und hier rum alles blau. Und ja, das, ob ich da mich dann in der Kamera zeigen will, das schauen wir dann mal noch, also wie es aussieht. Also wenn ich so eine fette Nase habe, dann lasse ich mich natürlich nicht filmen. Deswegen werden Emotionen und so dann wahrscheinlich nur hörbar sein und nicht sehbar. Aber das ist alles noch so, noch eine Überlegung, ne? Weil, wie gesagt, meine Gesundheit geht vor, wenn es mir natürlich nicht gut geht, ich will mich nicht verpflichtet fühlen, dann einen Livestream zu machen, nur weil ich es angekündigt habe. Es ist so eine Sache, wenn das Video kommt, dann könnt ihr euch freuen, dann kommt auf jeden Fall noch ein Livestream. Genau, während ich halt da mit der Nase das habe. Genau. Ja. Das war's eigentlich. Und, ja, wegen Hitman. Genau, wegen Hitman. Ich werde schon tausendmal gefragt, wann kommt Hitman, wann kommt Hitman? Leute, das Spiel kommt in Episoden raus. Sprich, ich würde jetzt die erste Episode machen
und dann müsstet ihr einen Monat warten, bis ihr die zweite Episode sehen könnt. Und deswegen will ich so, vielleicht warte ich bis zum Schluss, bis das Spiel komplett abgeschlossen ist und das LP ist erst dann. Oder ich warte nur so 5 Monate noch und dann kann ich wenigstens 5 Episoden am Stück zocken und LPen und mich dann auf den Schluss freuen. Aber ich finde dieses Episoden-Scheiß-Ding, das ist absolut nicht mein Fall. Wirklich nicht. Also ich ärgere mich da wirklich. Das tut der Hitman-Reihe absolut nicht gut und ich ärgere mich da wirklich. Richtig, richtig sehr. Aber ja, was willst du machen? Kann man nichts machen. Auf jeden Fall, Hitman kommt noch und vor Hitman kommt noch ein anderes Surf-Spiel. Aber als erstes muss ich eins meiner Projekte endlich mal erst abschließen und dann geht's weiter. Also, wie gesagt, Witcher dauert wahrscheinlich noch ewig, weil halt auch noch ein DLC rauskommt, den ich natürlich auch zocken möchte und ins LP einfließen lassen möchte. Und ja, was wollte ich dann jetzt noch sagen? Ja, genau, dann ist es ja noch so, also das andere Spiel, das ist ein Spiel, wo ich jetzt, also mal ganz ehrlich, ich habe jetzt wirklich mal jetzt schon oft eingegeben auf YouTube, aber bis jetzt hat kein deutscher LPer das LP't. Ich hoffe, ich kriege auch keinen Stress damit. Also da sind halt ein paar, Zeichen drin, aber ich glaube, da hat YouTube ja nichts dagegen. Also da sind halt ein paar Zeichen drin, die verfassungsmäßig in Deutschland verboten sind. Der eine oder andere weiß jetzt, was ich meine, Surfspiel mit verbotenen Zeichen. Ich habe mal ein älteres Spiel gespielt, wo das auch so war, aber da war es so, dass da keine verbotenen Zeichen drin waren. Und im neuen sind halt verbotene Zeichen drin. Und ich habe mir das Spiel schon organisiert und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ist. Auf jeden Fall möchte ich erst eins der Projekte fertig haben, bevor ich dieses Projekt starte. Aber auf das könnt ihr euch freuen und das ist, also ich weiß jetzt wirklich keinen deutschen, großen, größeren Let's Player, der das Let's Played hat. Ich habe es schon 1000 Mal eingegeben. Es war auch ziemlich schwierig, an das Spiel ranzukommen. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf und ihr könnt euch auch freuen. Natürlich, der eine oder andere weiß jetzt, von was ich rede und schreibt es bestimmt in die Kommentare, damit es die anderen auch wissen. Aber das ist schon angekündigt und das kommt auch. Das war's. Das waren meine Breaking News. Und jetzt haut rein, habt einen schönen Tag, zockt noch weiter und schön stealthy bleiben, gell? Alles klar, bis dann, ciao.